Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 3. Die Rolle des Verfassungsschutzes. Mit Ronen Steinke. Hallo Ronen, schön, dass du bei dem Podcast dabei bist. Wir starten mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur? Ja, ich bin Ronen Steinke. Ich bin studierter Jurist und ich arbeite als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich mich mit Fragen von Recht und Unrecht beschäftige. Und ich finde besonders spannend die Randbereiche des Rechtsstaats. Also da, wo der Rechtsstaat mit seinen eigenen Prinzipien ein bisschen im Spannungsverhältnis steht. Und ich bin der Meinung, der Bereich des Geheimdienstes ist ein solcher. Der Geheimdienst, das ist ja der Teil, wo sich der Staat den Blicken der Öffentlichkeit entzieht, wo er teilweise wirklich heikle Dinge tut, also juristisch gesprochen ganz tief in Grundrechte eingreift, aber so, dass es die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, dass es auch kritische Journalistinnen und Journalisten nicht unbedingt beobachten können. Und auch die Justiz kann es nicht unbedingt immer kontrollieren. Und mein sportlicher Ehrgeiz ist dann angestachelt, erst recht genau dahin zu schauen. Und genau das wird ja Thema der heutigen Folge. Der Deutsche Inlandsgeheimdienst, aka der Verfassungsschutz. Das ist ein großer Name, der ja auch durchaus etwas suggeriert. Die Frage ist, hält die Institution, was der Name verspricht? Oder was ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes? Also die Theorie vom Verfassungsschutz ist, dass er die Demokratie warnt vor Antidemokraten, die sich anschleichen und die vielleicht so ein bisschen im Schafspelz getarnt daherkommen. Also es zeigt die historische Erfahrung in Deutschland, dass die Demokratie auch auf legalem Wege abgewrackt werden kann, dass also Leute sich legal wählen lassen in die Parlamente hinein und dann die Parlamente von innen heraus missbrauchen, um letztlich das System dicht zu machen und anderen die Chance zu verwehren, auch gewählt zu werden. Und solche Beispiele gibt es auch aus anderen Ländern, ja, Italien, der Faschismus dort. Und aus dieser Erfahrung heraus hat man in Deutschland die Konsequenz gezogen, zu sagen, naja, es wäre nicht schlau, wenn unsere Demokratie komplett offen ist und einfach jeder, der gewählt wird, darf da rein, sondern es wäre schon sinnvoll, dass wir eine Art Türsteher im Parlament haben. Also dass wir eine Art Kontrolle haben, wer kommt da rein, mit welcher Agenda. Und jeder darf jede Agenda haben, es sei denn, die Agenda besteht darin, die ganzen Spielregeln zu ändern, sodass er am Ende der Einzige ist, der was zu sagen hat. Das ist nämlich dann antidemokratisch. Das wäre das Ende von der offenen Gesellschaft, von der Demokratie. So, und diese Theorie, ich glaube, das ist eine ganz gute, eine ganz zutreffende Lehre aus der Geschichte. Das ist die Grundlage für den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat eigentlich die Mission, zu forschen, zu recherchieren, was Oppositionsgruppen im Schilde führen und zu alarmieren, zu warnen, wenn da welche unterwegs sind, die heimlich den Plan verfolgen, sobald sie gewählt sind, dann die Demokratie zu beenden. Du sagst, er soll beobachten, was die Opposition macht und dann warnen, wenn die demokratischen Spielregeln abgeschafft werden sollen. Durchblättert man aber allerdings die Berichte des Verfassungsschutzes, findet man Klimaaktivisti oder auch antikapitalistische Gruppen. Dagegen haben wir dann aber auch die letzten 20 Jahre Verflechtung der Institution zur neonazistischen Organisation und eine undurchsichtige und unaufgeklärte Rolle in Bezug auf den NSU. Macht der Verfassungsschutz neutrale oder stark politisch motivierte Arbeit? Er macht hochpolitische Arbeit und ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Wenn ich das jetzt so geschildert habe gerade, dass man auf der Hut sein sollte, ob sich Antidemokraten auf die Socken machen, um die Demokratie auszuhebeln. Was ist eigentlich Antidemokrat? Das ist Ansichtssache. Also wahrscheinlich hast du eine andere Definition davon, was unsere Demokratie gefährdet, als es vielleicht ein CDUler in Rheinland-Pfalz hätte. Also, und das ist nicht deswegen, weil der eine ehrlich und der andere unehrlich ist, sondern weil das wirklich eine Frage der Weltanschauung ist. Ich kann gut nachvollziehen, dass es in der Zeit, als der Verfassungsschutz gegründet wurde, in der Adenauerzeit, ja, frühe Bundesrepublik, Leute gab, die im Kommunismus und auch in dessen milderen Spielarten des Sozialismus wirklich eine Gefahr für die Demokratie gesehen haben und gesagt haben, das ist jetzt die heikelste Problematik, da müssen wir auf der Hut sein. Ich glaube, da kann man sehr gut drüber streiten, ob das richtig ist, aber ich würde jetzt mal nicht von der Hand weisen, dass das ein authentischer Standpunkt sein kann. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen. Ich würde sagen, wie abstrus in einer Zeit, als
alte Nazis an den Rudern der Macht waren, ja, auf allen Ebenen des Staates. Und das war überhaupt kein Thema für den Verfassungsschutz, aber die Hysterie über die angebliche kommunistische Gefahr, die war im Fokus. Also, was ich damit sagen will, ist, es kommt sehr darauf an, auf welchem politischen Standpunkt man selber steht, ob eher links, eher rechts, wo man die größte Gefahr für die Demokratie wittert. Und ja, der Verfassungsschutz kann deswegen gar nicht neutral sein. Er muss irgendeine Art von ideologischen Standpunkt einnehmen. Und in der Geschichte der Bundesrepublik ist es eben so gewesen, dass er ganz lange einen knallhart antikommunistischen Standpunkt eingenommen hat. Alles, was irgendwie rot war, war des Teufels. Also wir erinnern uns an die Zeit der Berufsverbote, wo selbst Postboten vom Verfassungsschutz überprüft und vom Beruf ausgeschlossen wurden, wenn sie mal zu einer Abendveranstaltung einer kommunistischen Gruppe gegangen sind. Der Radikalenerlass, der Anfang 1972 sowohl von der Bundesregierung als auch von den Landesregierungen beschlossen wurde, hatte zum Ziel, die Beschäftigung von sogenannten Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst zu verhindern. Da jeder Fall einer Einzelprüfung unterlag, hatte dies zur Folge, dass sowohl vor Neueinstellungen als auch zur Überprüfung bestehender Dienstverhältnisse eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz durchgeführt wurde. Dies führte zu über 5000 Beobachtungen, über 1000 Ablehnungen und hunderten Entlassungen. Obwohl eigentlich alle politischen Strömungen gleichermaßen getroffen werden sollten, wurden fast nur Personen, die kommunistischen oder sozialistischen Organisationen nahestanden, an ihrer Anstellung gehindert. Und auch heute ist der Verfassungsschutz im Großen und Ganzen auf dem Standpunkt, dass man sich eigentlich Demokratie nicht ohne kapitalistische Marktwirtschaft vorstellen kann. Und das wäre so ein Standpunkt, wo ich auch finde, der ist ideologisch. Den kann man nämlich auch durchaus anders sehen. Also es gibt jede Menge antikapitalistischer Gruppen, angefangen bei der Jugendorganisation der Linkspartei, ja, Solid, die unter Verfassungsschutz beobachtet, bis hin zu Klima aktivistischen Gruppen, denen vorgehalten wird, weil sie das Wirtschaftssystem umkrempeln wollen, was ja stimmt, das wollen die natürlich auch wirklich. Deswegen seien die nicht kompatibel mit unserer Form von Demokratie. Und das kann man durchaus anders sehen. Ich würde auch sagen, das sollte man auch irgendwie kritisch reflektieren, ob das so stimmt. Aber da steht der Verfassungsschutz eben knallhart auf einem Standpunkt und ich glaube, so muss man das dann auch beschreiben. Wenn du ansprichst, dass es historische Kontinuitäten gibt, dass der Kommunismus immer das größte Feindbild des Verfassungsschutzes war, liegt es in der DNA des Verfassungsschutzes, eher gegen progressive Organisationen vorzugehen und bei rechten Gruppen, sagen wir mal, nachsichtiger zu sein? Historisch war das so, der Verfassungsschutz begann, ich habe es ja vorhin gesagt, mit so einer eigentlich ganz klugen Lehre aus der Geschichte, mit einer ganz honorigen Idee. Und er hatte auch einen ganz honorigen ersten Chef. Otto John war ein Widerständler gegen die Nazis gewesen, war dann im Exil, kam zurück aus dem Exil und hat dann diesen Dienst leiten dürfen. Aber man hat ihm einen Apparat von 100 waschechten Altnazis zur Verfügung gestellt, die also ihr Handwerk in der NS-Zeit gelernt hatten als Inlandsspione. Und die haben also knallhart fortgesetzt, was sie gelernt haben, haben gegen alles, was ihnen irgendwie rot erschien, sehr, sehr aggressiv gearbeitet. Also ja, da gab es natürlich eine historische Kontinuität. Das hat auch sich lange fortgesetzt durch die ganze Zeit des Kalten Krieges. Da konnte man auch gut anknüpfen mit diesem Antikommunismus und auch nachher noch. Also wenn wir heute den Verfassungsschutzbericht durchblättern, der wird ja im Internet veröffentlicht. Da bekommt man zwar nicht alles mit, was der Verfassungsschutz so treibt, aber man bekommt zumindest mit, wo er politisch so steht und welche Gruppen er besonders anprangert. Da fällt schon auf, mit welcher Strenge er nach links blickt, auch heute noch. Ja, Rote Hilfe wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Allerlei Gruppen der, sagen wir, neuen sozialen Bewegungen, wo man auch mit Fug und Recht sagen kann und ich auch sagen würde, dass die eigentlich oft eine Belebung der Demokratie zum Ziel haben. Also mehr Teilhabe, mehr Mitsprache. Und auf der anderen Seite hat der Verfassungsschutz, wenn er nach rechts blickt, also lange Zeit zumindest sich nicht wirklich interessiert. Und auch heute noch, also ich würde es jetzt nicht mehr ganz so uneingeschränkt sagen, dass der Verfassungsschutz heute nicht mehr nach rechts blickt. Der hat da schon ordentlich aufgeholt. In den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren ist eine Menge anders geworden. Die AfD wird ja beispielsweise jetzt auch beobachtet. Aber das kam eben alles sehr spät. Und auch heute noch gibt es so skurrile Phänomene wie zum Beispiel die Monarchisten. Also es gibt in Deutschland Monarchisten, ja, also Menschen, die brauchen einen König oder einen Kaiser.
Das gibt's, die sind auch nicht, die schämen sich nicht, die schreiben das auch so in ihrem Vereinsstatuten und treffen sich und dann machen sie so eine Art Klassentreffen mit Sektempfang und reden darüber, also welcher Spross des Hauses Hohenzollern der neue Staatschef sein sollte. Die Macht soll dann per Erbfolge weitergereicht werden. Und solche Leute werden vom Verfassungsschutz nicht beobachtet. Obwohl, also klassisch antidemokratischer kann man ja nicht sein, als dass man politische Ämter vererben lassen möchte. Gut, also da sieht man einfach, der Verfassungsschutz ist immer noch verhaftet in einem bestimmten politischen Milieu, eher konservativ insgesamt, und er sieht manches mit viel Humor und manches mit ganz wenig. Im Gespräch gerade ist ja schon rausgekommen, dass sich etwas getan hat beim Verfassungsschutz. Ich würde mal sagen, dass mit dem gescheiterten Verbotsverfahren 2003 der NPD und der Enttarnung des NSU 2011 die öffentliche Debatte über den Verfassungsschutz belebt wurde und das Personalkarussell auch durchaus rotiert ist. Auch wenn Maaßen sich dann ja erstmal nochmal selbst entlassen hat. Anfang 2001 wird durch die Bundesregierung und im Folgenden auch durch Bundestag und Bundesrat ein Verbotsverfahren der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, kurz NPD, heute Die Heimat, beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Verfahren wird jedoch 2 Jahre später durch das höchste deutsche Gericht wieder eingestellt. Die Begründung? Es seien zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes auch in der Führungsebene der Partei tätig. Beispielsweise werden der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Udo Holtmann und sein Stellvertreter Wolfgang Frenz als V-Personen des Verfassungsschutzes enttarnt. Der Antrag auf Verbotsverfahren ist jedoch im Wesentlichen auf Aussagen dieser beiden Funktionäre gestützt. Die Enttarnung entzieht dem Antrag so also seine Grundlage. Zu einer Prüfung der Partei auf verfassungsfeindliche Aktivitäten kommt es nicht. Als im Zusammenhang mit der Selbstenttarnung des NSU der Mord an Halit Yozgat untersucht wird, gerät der Verfassungsschutz erneut in Kritik. Andreas Temme, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, hatte sich während des Anschlags auf Yozgat im gleichen Internetcafé aufgehalten, stritt jedoch mehrfach ab, irgendetwas mitbekommen zu haben. Temme verließ nach eigenen Angaben den Laden, nachdem er 50 Cent auf den Tresen gelegt hatte, hinter dem Halit Yozgat bereits blutend am Boden lag. Temme wird entlassen, das Verfahren gegen ihn eingestellt und der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Im August 2012 wird Hans-Georg Maaßen, ungeachtet vorangegangener Kritik, zum Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes ernannt. Nach einer Vielzahl unterschiedlicher Fehltritte behauptet er nach den extrem rechten, gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz im Jahr 2018, es habe keine Hetzjagden gegeben und erlangt so bundesweit Berühmtheit. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer ist Maaßen nicht mehr in seiner Position zu halten. Und es wird seine Versetzung als Staatssekretär diskutiert, was politisch wie monetär keinen Abstieg für ihn bedeutet hätte. Statt sich mit dieser Lösung zufrieden zu geben, wettert Maaßen in verschwörungsideologischer Manier gegen, Zitat, linksradikale Kräfte in der SPD, Medien, Grüne und linke Politiker, die Unwahrheiten verbreiten und gegen ihn hetzen würden. So dass er letztlich in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Frage an dich: Ist die Behörde Verfassungsschutz mit seiner eigenen Geschichte und seiner ganz speziellen Logik deiner Meinung nach reformierbar? Man kann da zwei Sichtweisen drauf haben. Man kann die reformistische Sichtweise haben oder die pragmatische. Man kann sagen, okay, dieses Instrument ist da. Wäre es doch am besten, wenn, sagen wir mal, die richtigen Leute dieses Instrument in die Hände bekommen. Also Marsch durch die Institutionen, lasst uns doch den Verfassungsschutz steuern. Das ist eine Sichtweise, die zum Beispiel die Grünen inzwischen haben. Also die Grünen sind in ihrer Anfangszeit, Beginn der 80er Jahre, vom Verfassungsschutz angeprangert und geradezu verteufelt worden. Renate Künast, der heutige Realer der Grünen, ist also in ihren Anfangsjahren in Akten des Inlandsgeheimdienstes gewesen, weil sie frecherweise
gegen Atomkraft und solche Dinge demonstriert hat. Man staunt oder man schüttelt echt den Kopf drüber. Aber heute sagen die Grünen, naja, jetzt sind wir natürlich auf einer anderen Seite der Macht und wir sind irgendwie jetzt Regierungspartei und wie schön, wir haben diesen Verfassungsschutz als unser Instrument. Wir können den steuern, wir können dem sagen, wo es lang geht. Und plötzlich entdecken die Grünen, dass es doch auch einen ganz schönen Charme hat. Also das ist die eine Sichtweise, ja, zu sagen, das Instrument ist da und besser, wir haben irgendwie Kontrolle darüber. Und die andere Sichtweise ist zu sagen, vielleicht ist das Instrument als solches ein problematisches. Vielleicht ist das Instrument, was es einem Staat, einer Regierung erlaubt, unerkannt heimlich die Opposition auszuschnüffeln und anzuprangern. Vielleicht ist ein solches Instrument per se problematisch. Und es wird vielleicht auch nicht weniger problematisch, wenn es mal zufällig in den Händen von jemandem ist, der einem, weiß ich nicht, sympathisch oder politisch nahestehender ist. Das wäre dann vielleicht die etwas prinzipienstrengere Betrachtung. Dann zusammengefasst und nochmal auf dein vorheriges Statement verwiesen, dass ja vor allem soziale Bewegungen vom Verfassungsschutz angegangen werden. Verteidigt der Verfassungsschutz immer einen Status quo, vielleicht sogar einen regressiven Status quo? Also Status quo auf jeden Fall, ob der regressiv ist, weiß ich nicht. Ich kann mir mal vorstellen, theoretisch, ja, ich wäre der Chef des Verfassungsschutzes. Dann könnte ich ja da meine kompletten Sichtweisen ausleben. Und dann könnte ich, und zwar jetzt vollkommen nicht verlogen, sondern ganz ehrlich, ich könnte wirklich meine Sorge um die Demokratie, die ich habe, könnte ich wirklich was dagegen tun. Ich könnte wirklich alle die, von denen ich meine, die sind gefährlich, die könnte ich jetzt bespitzeln lassen, die könnte ich bekämpfen. Die könnte ich psychologisch verunsichern und alle die, die ich finde, die eine wertvolle Arbeit machen, würde ich in Ruhe lassen. Aber ich bin ja nur einer von 80 Millionen. Also das wäre schon auch eine ziemliche Anmaßung, dass ich meine Sichtweise ist die einzig entscheidende. Deswegen, ich glaube, eine Verteidigung eines Status quo ist es immer und es ist immer auch problematisch. Egal, ob diese Sichtweise jetzt mal von mir für vernünftig gehalten wird oder für weniger. Es ist im Grunde ein bisschen was Illiberales, wenn ein Machthaber, also wer immer gerade die Regierung stellt, die Möglichkeit hat, hinter den Kulissen die Opposition zu schwächen. Wir müssen uns ja klar machen, der Verfassungsschutz jagt keine Kriminellen. Also, dass Leute, die Bomben basteln oder irgendwelche Terrorsachen planen, dass die bespitzelt werden, das ist ja logisch. Da habe ich auch kein Problem mit. Das ist auch nötig, ja. Also, wer Strafgesetze verletzt, also, das ist ja kein Spaß. Der Verfassungsschutz ist für was anderes da. Der ist nur dafür da, das zu beobachten und zu bekämpfen, was legal ist. Also die Linkspartei Jugendorganisation Solid, die sind natürlich legal unterwegs, ja. Die drucken Flyer, die machen Demos, die diskutieren sich die Köpfe heiß. Das ist alles nicht strafbar, was sie machen. Das ist alles im Rahmen der Meinungsfreiheit. Ein Beispiel von einem ganz anderen Teil des politischen Spektrums, ja, die AfD. Die AfD kandidiert zu Wahlen, die AfD hat ein Parteiprogramm, die will legal Macht erwerben. Und im Grunde ist das, was sie politisch macht, im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und trotzdem haben wir einen Inlandsgeheimdienst, der dagegen. Ja, kämpft, also nicht mit Gewalt natürlich, sondern mit Mitteln der psychologischen Verunsicherung und des Anprangerns. Das ist schon echt eine Ansage und das ist etwas, was in einem liberalen Staat schon echt erstmal einen schlucken lassen muss. Es gibt viele Staaten der Welt, wo sowas ganz selbstverständlich ist. Natürlich in der Türkei oder in Russland ist es klar, dass die Opposition bespitzelt wird, logisch, ja, und dass es da Geheimdienstakten über alle Oppositionspolitiker gibt. Aber jetzt im Kreise der westlichen Demokratien, in Europa beispielsweise, stehen wir da ziemlich alleine. Also die Briten und die Franzosen, wenn die hören, was wir hier in Deutschland machen, die staunen. Wenn man den Briten erzählt, wir legen hier Akten an, also das Innenministerium hat Akten über Oppositionspolitiker und da stehen geheime Sachen drin und die dürfen da auch nicht reingucken, die Oppositionspolitiker, sondern das wird hinter deren Rücken geführt. Da sagen die also, wow, was macht ihr denn da? Und das ist nicht deswegen, weil wir in Deutschland so gebrannte Kinder sind und wir die Einzigen sind, die wissen, was auf dem Spiel steht, sondern Frankreich, die sind auch nicht naiv. Die Franzosen, Französinnen, die haben den Rassemblement National, also diese furchtbare Rechtspopulistentruppe von Marine Le Pen, wirklich stark ist und bedrohlich ist. Und also man muss den Franzosen nun wirklich nicht erzählen, wie fragil und wie kostbar Demokratie ist. Und trotzdem finden die es dennoch sonderbar, zu sagen, wir schicken Geheimagenten los, um das Problem zu lösen, sondern die setzen komplett auf das Offene, auf den Wahlkampf. Ich finde es unglaublich spannend, dass du ja sagst, der Inlandsgeheimdienst kämpft mit psychologischer Verunsicherung. Das ist ja ansonsten ein Punkt, den Leute total kritisch sehen, aber zum Beispiel in Bezug auf die AfD dann sehr froh sind, dass es so passiert. Deine Einschätzung als Jurist und als sehr kluger Beobachter der deutschen Gesellschaft, hat die Arbeit des Verfassungsschutzes gegen rechte Parteien einen Nutzen?
Oder redet man sich das dann schön, weil es endlich mal gegen jemanden geht, den man halt auch selber doof findet? Also ich glaube, AfD ist genau der Testfall für die Frage, blicke ich da taktierend auf das Thema oder prinzipienstreng? Weil klar, also ich finde, die AfD ist definitiv eine Bedrohung für die Demokratie. Und so gesehen, wenn ich da so rein am Einzelfall mich orientiere und mir alles recht ist, was der AfD schadet, okay, klar, Ende der Diskussion. Aber wenn ich prinzipienstrenger drauf gucke und mir die Frage stelle, sollen wir das Prinzip jetzt hier dauerhaft durchziehen, dass die Regierung selber bestimmt und dann na, beim nächsten Mal gefällt mir die Entscheidung vielleicht doch nicht so sehr. Und vielleicht der jetzige Verfassungsschutzchef, der Thomas Haldenwang, das ist ein moderater CDUler, das ist so ein bisschen auf Merkel-Linie, da kann ich mit vielem mitgehen, was er so an Bewertungen hat. Mit vielem auch nicht, aber mit vielem schon. Also was die AfD betrifft beispielsweise, finde ich absolut in Ordnung, wie er die einstuft. Aber das ist nicht gesagt, dass der, also das ist sozusagen ziemlich klar, dass der nicht ewig im Amt bleiben wird, sondern der hat noch 2, 3 Jahre, da kommt irgendein Nachfolger, who knows. Und wir sind nicht davor gefeit, dass so jemand wie Hans-Georg Maaßen wieder ins Amt kommt. Der war auch im Amt jahrelang, also ziemlich outspoken. Es war alles nicht erst nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, dass er so rechts abgedriftet ist. Und wir gucken in die Bundesländer. Es gibt einen Verfassungsschutz in allen 16 Bundesländern. Wenn da mal CDU mit der AfD in irgendeiner Weise zusammenarbeitet, ja, dann können wir uns auch darauf gefasst machen, dass der Verfassungsschutz da auch anders ticken wird. Also um die ersten Teil deiner Frage zu beantworten, das ist sehr heikel oder sehr riskant, sich darauf einzulassen, zu sagen, nur weil mir jetzt mal passt, was der Verfassungsschutz sagt, bin ich komplett d'accord mit der Institution. Und der zweite Teil deiner Frage, hilft das wirklich gegen die AfD? Also ich würde ein großes Fragezeichen machen. Gucken wir uns mal Thüringen an. Thüringen ist ja der Landesverband der AfD, der am härtesten drauf ist. Also Björn Höcke, der lässt dann wirklich gar keinen Zweifel daran, dass er für die Demokratie als Staatsform Verachtung übrig hat. Der spricht mit Metaphern wie morsches Gebälk und dergleichen und irgendwie, wir sind in einer dekadenten Phase des Niedergangs und das wird alles hinweggefegt werden und dann kommt wieder ein neues, authentisches Regierungssystem zurück. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse und auch kein Graubereich, sondern wirklich, wirklich düster. Deswegen hat der Verfassungsschutz auch schon seit Jahren in Thüringen am deutlichsten gesagt, diese AfD ist extremistisch und gegen die müssen wir vorgehen. Aber mit welchem Erfolg? Ich würde behaupten, mit null Erfolg. Also die Thüringer AfD ist nun überhaupt nicht schwach. Die strotzt vor Kraft. Bundesweit ist das der stärkste Landesverband. Weiterhin völlig egal, was der Verfassungsschutz da meckert. Weil erstens die Wähler der AfD finden das toll, dass die AfD offenbar dem etablierten Parteiensystem so viel Schrecken einjagt. Und der Verfassungsschutz ist nur der schönste Ausdruck davon. Ja? Also das heißt, die schreckt das überhaupt nicht ab. Und das Zweite ist innerhalb der AfD. Ja, da gibt es ja verschiedene Leute, die da irgendwie Mandate haben oder Funktionäre sind. Ja, die etwas Moderateren. Das kann sein, dass die vielleicht kalte Füße bekommen und sagen, naja, hier, ich kann vielleicht nicht zurück in den öffentlichen Dienst, wenn ich vielleicht Polizeibeamter früher war oder Berufssoldat. Wenn die AfD jetzt so sehr angeprangert wird vom Verfassungsschutz, deswegen nehme ich lieber Abstand von meinem Parteiengagement. Das heißt, die werden rausgedrängt und Herr Höcke hat gut lachen, weil er zunehmend dann alleine bleibt mit seiner Hardcore-Gefolgschaft, den absolut schmerzfreien. Und also er kann da völlig ungehindert durch die sogenannten Moderaten sein Ding durchziehen. Danke für diese sehr klare Analyse, auch wenn die natürlich sehr ernüchternd ist. Zum Abschluss vielleicht ein anderer Zugang. Was wäre denn dein Wunsch und auch dein Vorschlag, wie emanzipatorische und progressive Demokratien mit feindlichen Organisationen und die Demokratie ablehnenden Institutionen, Personen, Gruppen umgehen sollte? Welchen Weg sollte Staat, aber auch diese Gesellschaft einschlagen, um dort einen anständigen Umgang zu finden? Wehrhafte Demokratie ist so das Schlagwort. Ne? Das ist so diese Lehre aus der Geschichte. Wir sollten wachsam sein. Wenn sich Antidemokraten auf die Socken machen, sollten wir auch eine Antwort drauf haben, wie wir die irgendwie abwehren. Also ich glaube, der gute Weg ist, sowas in die Hände von unabhängigen Gerichten zu legen. Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht, was ja die Frage, ob eine Partei verboten wird, entscheiden darf, ist eine gute Institution für so eine Frage. Bundesverfassungsgericht, da sitzen auch politische Köpfe, ja, niemand ist neutral, aber da sitzen in einem Senat 8 politische Köpfe in diverser Zusammensetzung, ja, von bis, und die müssen sich einig sein, die müssen mit einer Mehrheit von 2/3 der Meinung sein, das ist eine
verfassungsfeindliche, antidemokratische Partei, deswegen verbieten wir die jetzt. Das ist eine sehr, sehr hohe Hürde und es ist eine Instanz, die ziemlich unabhängig ist. Die sind nicht Befehlsempfänger, die sind nicht angewiesen darauf, dass irgendjemand sie wiederwählt. Und da kann auch kein Innenminister anrufen und sagen, hört mal zu, mach mal bitte. Ich glaube, das ist gut. Da kann ich als irgendwie liberaler Demokrat ganz gut mit leben und das ist auch ein Mittel, was man auch nutzen sollte. Also die NPD hätte man unbedingt verbieten müssen. Und ich bin auch der Meinung, die AfD sollte auch ein Verbotsverfahren bekommen. Ich finde das fahrlässig, dass die keins bekommt bislang. Das ist etwas, was gut passt zu einer liberalen Demokratie, anders als ein Instrument eines Innenministers, der auch noch Parteimann ist in aller Regel, der dann seinen Inlandsgeheimdienst auch mit einem Parteimann besetzt, die dann irgendeine Parteipolitik in anderen Gewand betreiben. Das, glaube ich, sollten wir lieber lassen. Ich danke Ronen für das herausragende Gespräch und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörenden. Wir haben Ronens Social Media Aktivitäten in den Shownotes verlinkt, ebenso sein neues Buch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 3: Die Rolle des Verfassungsschutzes. Mit Ronen Steinke. In der nächsten Folge sprechen wir mit Wiebke Elze über rechte Angriffe und Gegenstrategien. Redaktion hatte Tillmann Schröder, redaktionelle Unterstützung Antonia K., Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.